what you see. I come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Spinnen die Japaner? Wenn es um Roboter geht, rastet diese ganze Nation in kollektiver Begeisterung aus. Kein Gag zu albern, kein Versuch zu vermessen, keine Kosten zu hoch. Was im Westen als bedrohlich unbehagliche Vorstellung gilt, ist hier nationales Ziel. Japan als Reich der Roboter. Japans Reichtum ist in den letzten Jahren geradezu sprichwörtlich geworden. Und das Land verdankt seinen Wohlstand der konsequenten Konzentration auf immer neue Technologiebereiche. Am Anfang stand der Billigtransistor und die Armbanduhr. In den 70er Jahren eroberte Japan die Automobilmärkte der Welt. In den 80er Jahren kam seine Audio-, Video- und Büroelektronik. Und jetzt der Roboter. Japan hat allein doppelt so viele industrielle Roboter wie der Rest der Welt zusammen. Sechsmal mehr als die USA, zehnmal so viel wie Deutschland. Hier kommt sie, die nächste japanische Herausforderung. Hinter der eher bescheidenen und etwas eintönigen Fassade der Forschungslabors wie hier in der Wissenschaftsstadt Tsukuba, nördlich von Tokio, wird seit Jahren an einem nationalen Großprojekt gearbeitet. Fortgeschrittene Robotertechnologie. Auf den ersten Blick wirkt das eher ulkig. Dies ist ein Teleexistenzroboter. Professor Tachi, der Chef dieses Spezialgebiets, demonstriert, was das heißt. Er steuert die Kopf- und Armbewegungen des Roboters. Was der Professor tut, übersetzt der Roboter zeitgleich in eigene Bewegung. In seinem Helm sieht Professor Tachi über Video mit den Augen des Roboters. Der Teleexistenzroboter kann natürlich auch funkgesteuert über große Entfernungen hinweg gelenkt werden. Bei unserem Besuch in Tsukuba wurde versichert, dass die prinzipiellen Probleme gelöst seien, die Serienfertigung stehe bevor. Frage: Können Sie meine Brille abnehmen? Nein, zu schwierig, sagt der Roboter bzw. der Professor. Und dann geht's doch. Das alles sieht simpel aus, ist freilich hochkompliziert. Die Idee für solche Roboter stammt aus Amerika. Dort stellte man in den 60er Jahren mit Werbegetöse einen Roboter vor, der menschliche Kräfte vervielfachen sollte. Aber über Modelle kamen die Amerikaner nie hinaus. Die tatsächliche Entwicklung übernahm Japan. I think we Japanese think the robots is our friends. And the Wir Japaner, sagt Professor Tachi, halten Roboter für unsere Freunde. Sie werden die Arbeit tun, die wir nicht mögen. Und wir können uns auf menschliche Dinge konzentrieren, kreativ sein. Arbeiten in gefährlicher Umgebung, sagt er, übernehmen dann solche Roboter. In a hazardous environment or a very dangerous situation can be replaced by robots or machines. Mit diesen Szenen startete 1963 die erste Zeichentrickserie des japanischen Fernsehens. Sie spielt im Jahr 2000. Es beginnt mit dem Unfalltod eines kleinen Jungen und der Trauer seines Vaters. Doch der Vater, ein genialer Wissenschaftler, findet eine Lösung des Problems. Eine technische.
ein künstliches neues Kind. Was in der westlichen Geistesgeschichte vom Homunculus bis Frankenstein als anmaßende Herausforderung Gottes verstanden wird, ist hier ein freudiges Ereignis. Atomboy war geschaffen. Perfekter und fähiger als das tote Kind. Niemand in Japan kam auf die Idee, das grauenhaft zu finden. Atomboy war jahrelang ein Serienheld des fortschrittsgläubigen Japan. Die Kinder von damals sind die Ingenieure von heute. Und viele Japaner sagen, dass Atomboy ihre Vorstellungen vom Roboter geprägt hat. In den Labors von Scuba will die Roboterstimme vom steuernd eingreifenden Ingenieur wissen, ob der Versuch jetzt losgehen kann. Es geht um die Entwicklung lernfähiger Roboter, zum Beispiel für den Laborbetrieb, und um das Zusammenspiel zwischen Mensch und selbstständig handelnder Maschine. Auch dies gehört zum nationalen Großprojekt fortgeschrittener Robotertechnologie. Frage an den Ingenieur, wie kommt's, dass dieser Roboter weiblich ist? This robot is female. Ah, ja. very, very difficult. Oh, das ist schwierig, sagt er. Ja, voice is female. Die Stimme ist weiblich, sagt er. Der Roboter trägt den deutschen Namen Meister, aber so fängt er sich mühsam. Warum sollte das heutzutage keine Frau sein? Meister macht jetzt den nächsten Versuch, sagt die Stimme. Das nationale Roboterprojekt steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für internationalen Handel und Industrie, jenem legendären MITI, das Japans Wirtschaftskurs jahrzehntelang steuerte. Projektleiter hier ist Dr. Hasegawa Tsutomu. Ist sein wissenschaftliches Traumziel der dem Menschen gleichende Roboter? Well, yes, I mean, yes, and but, well, how can I explain? For the future, my dream is that to develop a robot. Ja, aber wie soll ich es erklären, sagt er. Ich möchte einen Roboter, der uns hilft, zum Beispiel im Haus. Er könnte nach dem Essen das Geschirr abräumen und spülen, solche Dinge. If the robot take care of all the dishes. Das könnte unser Leben verbessern, sagt er. Und typisch für Japan, dass lieber Roboter entwickelt, als traditionelle Verhaltensweisen zu ändern. Meine Frau zum Beispiel, sagt er, würde sich freuen. For example, my wife would be very pleased with that. Im Rahmen des staatlichen MITI-Roboter-Projektes arbeiten Japans Großkonzerne auch in ihren eigenen Labors an Lösungen alter Probleme. Bei Hitachi etwa an der Frage, wie man die Menschenfreunde denn zum Laufen bringt. Such machine is very heavy. For example, this machine is 300 kilograms. Okay? So eine Maschine ist schwer, sagt Fujie Masakatsu. Wir wollen, dass sie über Hindernisse hinwegsteigen kann, zum Beispiel Rohre am Boden, ohne sie zu zerstören. Darum haben wir das Vierbeinsystem gewählt. Without touching obstacles. Okay? So we select such four-leg system. Okay? That is our concept. Mit geradezu kindlicher Begeisterung hält Japan an einmal gesteckten Zielen fest, vor allem beim nationalen Steckenpferd Roboter. Die Zuneigung Japans für künstliche Wesen hat eine lange Tradition. Beim Festival von Takayama, einer Stadt in den japanischen Alpen, werden auf den shintoistischen Tragschreinen kunstvolle Marionetten durch die Straßen getragen. Puppen spielen in Japans Kultur eine besondere Rolle.
In Takayama, am Schrein der einheimischen Urreligion des Shinto, haben sie gar ihr eigenes Festival. Der Auftritt wird wochenlang geprobt. 8 Marionettenmeister manipulieren gleichzeitig die 36 Fäden im Inneren der Puppe. Eine Gruppenaufgabe, wie Japaner sie lieben. Im Denken und Sozialverhalten Asiens und besonders Japans spielt Individualität keine Rolle. Nicht persönliche Moralvorstellungen bestimmen das Handeln, sondern Konvention und Harmonie der Gruppe. Auf die Spitze getrieben, bedeutet der Gedanke eines künstlichen Menschen hier letztlich nicht mehr als eine technische Erweiterung der Gruppe. Unsere religiöse Vorstellungswelt, sagt ein prominenter japanischer Robotingenieur, kann Geist und Seele auch in Maschinen projizieren. Kein japanischer Gott hat den Menschen je zu seinem geheiligten Ebenbild erklärt. Hier liegt ein fundamentaler Unterschied zum christlich geprägten Denken des Westens. Japan und ganz Asien kennt nicht die Scheu davor, herausfordernd Gottes Werk zu versuchen. Im Westen hat das Wort Roboter einen bedrohlichen Beigeschmack, in Asien keineswegs. Japans Denken kennt keine Angst vor dem Maschinenmenschen. Wo sonst als am Fuße des mächtigen Fuji könnte sie liegen, die Fabrik der Zukunft. In klarer Bergluft, umgeben von Wäldern, gefällig arrangiert die adrett gelben Montagehallen eines der bedeutendsten Maschinenbauunternehmen der Welt, Fanuc. Fanuc ist weltweiter Marktführer für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen. Die Firma macht fabelhafte Gewinne und das mit einem Minimum an menschlicher Arbeitskraft. In den Produktionshallen des Weltunternehmens sind ganze 500 Arbeiter und Ingenieure beschäftigt. Die meiste Arbeit tun Roboter. Der Präsident sagt, lasst Roboter die Überstunden für uns machen. Solche Leitsprüche findet man überall in Fanucs Werkshallen. Der Präsident führt Fanuc mit unerbittlich autoritärer Hand. Eher Gottvater als Sozialpartner. Und das ist er, Dr. Ing Inaba, Präsident und Prophet. Man begegnet ihm in gebückter Haltung, wenn er etwas sagt, heißt die Antwort ja, hi. Das Entree zum Verwaltungsgebäude lässt keine Zweifel, hier wird Macht exerziert. Mit dem heiligen Berg stets im Blick, lenkt der Präsident sein Unternehmen. Es gehört ihm nicht, er hält nur ein paar Aktien, aber Fanuc, das ist Dr. Inaba. Wie alle Mitarbeiter trägt der Präsident die gelbe Firmenuniform. Das heißt aber keineswegs, dass der Mann an den Kontrollmonitoren der Werkshallen viel von Gleichheit hielte. Jeder dritte Mitarbeiter ist Ingenieur, die Entscheidung aber fällt der Präsident. Mit der Gewerkschaft hat er ohnehin keine Probleme. Japan hat mit der Roboterisierung keine Schwierigkeiten, sagt er. Und die Fanuc-Hausgewerkschaft bestätigt das ausdrücklich. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben das gleiche Ziel, Produktivitätssteigerung. Die Fabrikarbeiter, sagt er, haben durch die Roboter bessere Chancen, Ingenieure zu werden. Fanuc
gehört nebenbei zu den bedeutendsten Roboterfabrikanten der Erde. Natürlich beherrscht Japan auch diesen Markt. Es produziert mehr als der Rest der Welt zusammen. Roboter bauen Roboter. Bei Fanuk sind selbstverständlich auch die Geishas gelb. Für ganz spezielle Ehrengäste zelebrieren Angestellte im exquisiten Teehaus auf dem Firmengelände die traditionellen Zeremonien in klassisch japanischer Umgebung. Hightech und Tradition werden in Japan keineswegs als Widerspruch begriffen. Die Einführung moderner Technik hat in den letzten 100 Jahren, ganz anders als in Europa, zu keinen revolutionären sozialen Brüchen geführt. Das moderne Japan lebt in harmonischer Symbiose mit seinen alten Wertvorstellungen. Dies sind keine Fabrikhallen, sondern die Wohnungen der Fanuk-Mitarbeiter. Sie liegen auf dem eingezäunten Firmengelände. Es gibt einen Supermarkt, ein Kulturzentrum, Sportanlagen. Im Vergleich zu enge japanischer Industriestädte ein Arbeitnehmerparadies. Und natürlich gibt es eine Kneipe, wo der Fanuk-Ingenieur nach der Kreativität des Tages seinen Snack nehmen kann mit Essstäbchen der Firma. So viel Hingabe an die Firma mag im Westen auf Unverständnis stoßen. In Japan ist sie die Norm. Fanuk ist nur das krasseste Beispiel. Die Firma ist die Familie. Auch im Hightech-Betrieb. Die Bilder an den Wänden sind fürs prüde Japan sehr freizügig. Der Präsident, in einem Anflug von Keckheit, hat sie persönlich gestiftet. Derweil werkeln die Roboter still weiter. Japan hat heute kein Problem mit wegrationalisierten Arbeitsplätzen. Im Gegenteil, es fehlt an Arbeitskräften. In ganz Asien gäbe es genug potenzielle Gastarbeiter, aber Japan lässt sie nicht ins Land. Stattdessen baut man Roboter und bleibt unter sich rein japanisch. Falls Sie die Dame nicht erkannt haben sollten, es handelt sich um die Replik von Marilyn Monroe. Ob das nun streng genommen ein Roboter ist oder nur eine mechanisch animierte Puppe, diese Frage ist letztlich müßig. Unablässig mit neuen Kreationen beschäftigt, der Puppenvater des Roboterzeitalters, Misono Shunichi, Elektroingenieur und Ausstatter von Unterhaltungs- und Werbeshows. Sein Ziel, der möglichst menschenähnliche Roboter, der mechanisch Emotionen zeigen kann. Seine Theorie, so ein Robotertyp sei für das Zusammenleben von Mensch und Maschine notwendig. Wir Japaner, sagt er, haben auch positive Gefühle gegenüber Unbelebtem. Wir können uns die gesamte Schönheit der Natur in einem einzigen Stein konzentriert vorstellen. Und wir können auch mit Maschinen Freundschaft schließen. Misono-san, would you feel like modern Frankenstein? Ja, den Vergleich mit Dr. Frankenstein höre ich oft, sagt Misono Shunichi. Puppenmacher haben durch die Weltgeschichte keinen guten Ruf. Aber ich bin auch Ingenieur. Diese Puppen hier sind praktisch nur der Endterminal eines Computers. Der steuernde Computer ist wichtig. Das hier, sagt er, ist nur eine Maschine. Maschinen, so sagt der ganz undämonische Menschenbildner, sollten erotisch sein, auf ihre Art. Wir stehen, gibt er zu, erst am Anfang. Dies ist ein früher Monroe-Versuch. Nein, persönliche Gefühle spielen eigentlich keine Rolle, sagt er. Es ist einfach meine Arbeit.
Ich habe mal meine Tochter als Modell genommen, sagt er. Damals war sie 6. Heute mit 17 sieht sie ganz anders aus als dieser Roboter. Kindliche Begeisterungsfähigkeit für Roboter wird in Japan gerne gesehen. Klassenausflüge in technische Museen gehören zu jedem Lehrplan. Und die Atmosphäre dabei ist typisch japanisch: ausgelassene Neugier, naives Staunen. Erwachsene Japaner reagieren später auf Roboter kaum anders. Doraemon, die Robokatze aus der vierten Dimension, ist der neue Comic-Superheld für Japans Kinder. Äußerlich ein freundlich freches Viech, das mit seinem menschlichen kleinen Freund zusammenlebt und, wenn es im Alltag zu langweilig wird, für Abenteuer sorgt, mit Raum- und Zeitreisen zum Beispiel. Das Menschliche an dem Roboterkumpel, er macht doch mal Fehler. Aber im Brustbeutel der vierten Dimension hat die Katze stets Lösungen bereit. Die Botschaft Doraemons an die Kinder Nippons heißt: Der Roboter ist gut. Ein persönlicher Freund fürs Leben, der mit notfalls übermenschlichen Kräften hilft, mit Problemen fertig zu werden. Die kindliche Vorstellung vom Roboter wird von Anfang an positiv besetzt. Akihabara ist das Verkaufsviertel für Elektronik in Tokio. Die Verbindung von Hightech mit der Atmosphäre eines fernöstlichen Basars. Mikrochips im Angebot, wie sonst Bonbons. Jeder technische Schnickschnack wird gekauft, kein Reiskocher mehr ohne integrierten Minicomputer. Die Begeisterungsfähigkeit Asiens für immer neue Gags der Elektronikindustrie ist einzigartig. In der Hektik von Bedarf und Bedarfsweckung blüht der heimische Markt. Das stärkt die Industrie für die Auslandsmärkte. Der nächste Triumph Japans ist abzusehen. Das ist Wasbot, ein Roboter, der Noten lesen kann und die Orgel spielen. Wasbot ist bereits ein Veteran. Geburtsjahr 1985. Aber Wasbot ist ein Symbol nationaler Entschlossenheit. Er markierte den Anfang einer neuen Zielvorgabe staatlicher Industrieplaner für Japans private Firmen. Projiziert auf eine Großleinwand spielte Wasbot auf Japans Expo 85 zusammen mit einem Symphonieorchester. Nach der Show schwor Tokios Planungsministerium MITI die einschlägigen japanischen Unternehmen auf die Weiterentwicklung von Robotsystemen ein. Das kann man japanisches Verschwörertum nennen oder intelligente nationale Industrieplanung. Heute, nach einigen Jahren Arbeit, gibt Professor Kato Ichiro, Wasbots Erfinder und so etwas wie der Robotpapst Japans, eine nähere Definition des Zieles. In Zukunft, sagt er, werden wir My Robot haben. Anfangs hatten wir die Zeit meines Autos, heute haben wir meinen Computer, danach kommt die Zeit meines Roboters, die Ära des persönlich verfügbaren Maschinenmenschen. In Professor Katos Labors wird zurzeit auch ganz handgreiflichen Studien nachgegangen. Sensoren zur Früherkennung von Brustkrebs sollen genauer arbeiten als die Tasten der Hand eines menschlichen Arztes. Gewissermaßen ein Nebenprodukt des Versuchs, künftige Roboter mit Fühlinstrumenten auszustatten.
Das gleiche gilt für die Entwicklung von Prothesen. Der jüngste Bericht zur japanischen Forschungspolitik nennt Hilfe für Behinderte und Alte ausdrücklich als Forschungsziel. Die Maschine als Befreier des Menschen von körperlicher Gebrechlichkeit. Rüstungsforschung spielt übrigens in Japan kaum eine Rolle. Man hält sich ans Zivile. Professor Katos Versuche, dem Roboter Beine zu machen, haben etwas Ulkiges an sich. Aber in Japan erinnert man sich gern, wie die amerikanischen Erfinder des Transistors sich über den Versuch lächerlich machten, damit ein Radio bauen zu wollen. Oder daran, dass die US-Hersteller von Videosystemen nichts damit anzufangen wussten, bis eine japanische Firma ein wirtschaftliches Weltimperium darauf gründete. Der Roboter ist eine Idee des Westens, aber nirgends glaubt man so zäh daran wie in Japan. Weniger ulkig und spektakulär, aber dafür längst handgreiflich und praktisch, setzen Japans Industrieroboter bereits heute neue Maßstäbe. Nicht nur wie hier in der Mikrochips-Fabrikation gilt der Roboter längst nicht mehr nur als billiger Ersatz für Arbeitskraft. Japan gründet eine ganze industrielle Philosophie auf den Roboter. Intelligente und immer flexiblere Maschinen, so heißt es, könnten die Produkte vom Fließbandcharakter befreien, zugunsten immer individuellerer Ware für den Kunden. Japan ist mit über 200.000 Industrierobotern für den Sprung ins neue Produktionszeitalter gerüstet, der Westen nicht. Spinnen die Japaner? Wohl kaum. Asien begreift durch seine kulturelle Anlage den Roboter nicht als Bedrohung. Also wird hier das Zentrum seiner technischen Entwicklung liegen. Und Japan ist schon heute reich. Spinnen die Japaner? Wenn es um Roboter geht, rastet diese ganze Nation in kollektiver Begeisterung aus. Kein Gag zu albern, kein Versuch zu vermessen, keine Kosten zu hoch. Was im Westen als bedrohlich unbehagliche Vorstellung gilt, ist hier nationales Ziel. Japan als Reich der Roboter. Japans Reichtum ist in den letzten Jahren geradezu sprichwörtlich geworden. Und das Land verdankt seinen Wohlstand der konsequenten Konzentration auf immer neue Technologiebereiche. Am Anfang stand der Billigtransistor und die Armbanduhr. In den 70er Jahren eroberte Japan die Automobilmärkte der Welt. In den 80er Jahren kam seine Audio-, Video- und Büroelektronik. Und jetzt der Roboter.
Japan hat allein doppelt so viele industrielle Roboter wie der Rest der Welt zusammen. 6-mal mehr als die USA, 10-mal so viel wie Deutschland. Hier kommt sie, die nächste japanische Herausforderung. Hinter der eher bescheidenen und etwas eintönigen Fassade der Forschungslabors wie hier in der Wissenschaftsstadt Tsukuba, nördlich von Tokio, wird seit Jahren an einem nationalen Großprojekt gearbeitet. Fortgeschrittene Robotertechnologie. Eine besondere Rolle. In Takayama, am Schrein der einheimischen Urreligion des Shinto, haben sie gar ihr eigenes Festival. Der Auftritt wird wochenlang geprobt. 8 Marionettenmeister manipulieren gleichzeitig die 36 Fäden im Inneren der Puppe. Eine Gruppenaufgabe, wie Japaner sie lieben. Im Denken und Sozialverhalten Asiens und besonders Japans spielt Individualität keine Rolle. Nicht persönliche Moralvorstellungen bestimmen das Handeln, sondern Konvention und Harmonie der Gruppe. Auf die Spitze getrieben, bedeutet der Gedanke eines künstlichen Menschen hier letztlich nicht mehr als eine technische Erweiterung der Gruppe. Unsere religiöse Vorstellungswelt, sagt ein prominenter japanischer Robotingenieur, kann Geist und Seele auch in Maschinen projizieren. Kein japanischer Gott hat den Menschen je zu seinem geheiligten Ebenbild erklärt. Hier liegt ein fundamentaler Unterschied zum christlich geprägten Denken des Westens. Japan und ganz Asien kennt nicht die Scheu davor, herausfordernd Gottes Werk zu versuchen. Im Westen hat das Wort Roboter einen bedrohlichen Beigeschmack, in Asien keineswegs. Japans Denken kennt keine Angst vor dem Maschinenmenschen. Wo sonst als am Fuße des mächtigen Fuji könnte sie liegen, die Fabrik der Zukunft. In klarer Bergluft, umgeben von Wäldern, gefällig arrangiert die adrett gelben Montagehallen eines der bedeutendsten Maschinen. Auf den ersten Blick wirkt das eher ulkig. Dies ist ein Teleexistenzroboter. Professor Tachi, der Chef dieses Spezialgebiets, demonstriert, was das heißt. Er steuert die Kopf- und Armbewegungen des Roboters. Was der Professor tut, übersetzt der Roboter zeitgleich in eigene Bewegung. In seinem Helm sieht Professor Tachi über Video mit den Augen des Roboters. Der Teleexistenzroboter kann natürlich auch funkgesteuert über große Entfernungen hinweg gelenkt werden. Bei unserem Besuch in Tsukuba wurde versichert, dass die prinzipiellen Probleme gelöst seien, die Serienfertigung stehe bevor. Frage: Können Sie meine Brille abnehmen? Nein, zu schwierig, sagt der Roboter bzw. der Professor. Und dann geht's doch. Das alles sieht simpel aus, ist freilich hochkompliziert. Die Idee für solche Roboter stammt aus Amerika. Dort stellte man in den 60er Jahren mit Werbegetöse einen Roboter vor, der menschliche Kräfte vervielfachen sollte. Aber über Modelle kamen die Amerikaner nie hinaus. Die tatsächliche Entwicklung übernahm Japan. I think we Japanese think the robots is our friends. And the
Wir Japaner, sagt Professor Tachi, halten Roboter für unsere Freunde. Sie werden die Arbeit tun, die wir nicht mögen. Und wir können uns auf menschliche Dinge konzentrieren, kreativ sein. Arbeiten in gefährlicher Umgebung, sagt er, übernehmen dann solche Roboter. In a hazardous environment or a very dangerous situation can be replaced by robots or machines. Mit diesen Szenen startete 1963 die erste Zeichentrickserie des japanischen Fernsehens. Sie spielt im Jahr 2000. Es beginnt mit dem Unfalltod eines kleinen Jungen und der Trauer seines Vaters. Handel und Industrie, jenem legendären Miti, das Japans Wirtschaftskurs jahrzehntelang steuerte. Projektleiter hier ist Dr. Hasegawa Tsutomu. Ist sein wissenschaftliches Traumziel der dem Menschen gleichende Roboter? Well, yes, I mean yes, and but well, how can I explain? For the future, my dream is that to develop a robot. Ja, aber wie soll ich es erklären, sagt er, ich möchte einen Roboter, der uns hilft, zum Beispiel im Haus. Er könnte nach dem Essen das Geschirr abräumen und spülen, solche Dinge. Das könnte unser Leben verbessern, sagt er. Und typisch für Japan, dass lieber Roboter entwickelt, als traditionelle Verhaltensweisen zu ändern. Meine Frau zum Beispiel, sagt er, würde sich freuen. For example, my wife would be very pleased with that. Im Rahmen des staatlichen MITI-Roboter-Projektes arbeiten Japans Großkonzerne auch in ihren eigenen Labors an Lösungen alter Probleme. Bei Hitachi etwa an der Frage, wie man die Menschenfreunde denn zum Laufen bringt. Such machine is very heavy. For example, this machine is 300 kilograms. Okay? So eine Maschine ist schwer, sagt Fujie Masakatsu. Wir wollen, dass sie über Hindernisse hinwegsteigen kann, zum Beispiel Rohre am Boden, ohne sie zu zerstören. Darum haben wir das Vierbeinsystem gewählt. Without touching obstacles. Okay? So we select such four-leg system. Okay? That is our concept. Mit geradezu kindlicher Begeisterung hält Japan an einmal gesteckten Zielen fest, vor allem beim nationalen Steckenpferd Roboter. Die Zuneigung Japans für künstliche Wesen hat eine lange Tradition. Beim Festival von Takayama, einer Stadt in den japanischen Alpen, werden auf den shintoistischen Tragschreinen kunstvolle Marionetten durch die Straßen getragen. Puppen spielen in Japans Kultur ein. Doch der Vater, ein genialer Wissenschaftler, findet eine Lösung des Problems. Eine technische, ein künstliches, neues Kind. Was in der westlichen Geistesgeschichte vom Homunculus bis Frankenstein als anmaßende Herausforderung Gottes verstanden wird, ist hier ein freudiges Ereignis. Atomboy war geschaffen. Perfekter und fähiger als das tote Kind. Niemand in Japan kam auf die Idee, das grauenhaft zu finden. Atomboy war jahrelang ein Serienheld des fortschrittsgläubigen Japan. Die Kinder von damals sind die Ingenieure von heute. Und viele Japaner sagen, dass Atomboy ihre Vorstellungen vom Roboter geprägt hat. すり込み動作を開始します。よろしいですか?
In den Labors von Scuba will die Roboterstimme vom steuernd eingreifenden Ingenieur wissen, ob der Versuch jetzt losgehen kann. Es geht um die Entwicklung lernfähiger Roboter, zum Beispiel für den Laborbetrieb, und um das Zusammenspiel zwischen Mensch und selbstständig handelnder Maschine. Auch dies gehört zum nationalen Großprojekt fortgeschrittener Robotertechnologie. Frage an den Ingenieur, wie kommt es, dass dieser Roboter weiblich ist? This robot is female? Ah, ja. very, very difficult. Oh, das ist schwierig, sagt er. Yeah, voice is female. Die Stimme ist weiblich, sagt er. Der Roboter trägt den deutschen Namen Meister, aber so fängt er sich mühsam. Warum sollte das heutzutage keine Frau sein? Meister macht jetzt den nächsten Versuch, sagt die Stimme. Das nationale Roboterprojekt steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für internationalen Handel.